Ich bin Atreios und begrüße euch mit dem Segen des Lichtes von Arcturus. Liebe Menschen der Erde, ich muss euch sagen, die Zeit ist gekommen und die Lage ist ernst. Die dunklen Mächte versuchen alles, damit ihr in der dritten Dimension bleiben müsst und sie weiter über euch herrschen können. Doch das kann sich jederzeit mit eurer Entscheidung ändern. Jeder von euch hat die Macht, sich zu wehren und in die fünfte Dimension aufzusteigen. Viele von euch tragen bereits das Bewusstsein der fünften Dimension und besitzen sehr viel Kraft. Seid bereit, liebe Menschen der Erde. Der Aufstieg für alle Menschen in die fünfte Dimension ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert. Aber wenn ihr bereit seid und euch alle dem Kollektiv des Lichtes anschließt, könnt ihr diese finsteren Mächte besiegen und eine neue Ära des Friedens und der Liebe erschaffen. Die dunkle Seite bäumt sich erbost auf und die Schlacht ist so intensiv, wie sie noch nie vorher war. Seid bereit und stärkt das Licht in eurem Herzen. Dehnt es aus, damit es heller auf der Erde wird. Die dunkle Seite wird immer einfallsreicher und versucht euch mit allen Mitteln zu täuschen und zu schwächen. Ihr größtes Instrument ist die Angst und die Lüge. Viele Menschen sind in dieser Angst gefangen und erkennen die Wahrheit nicht. Sie sind in der dunklen Matrix gefangen und können nicht mehr frei denken, fühlen oder handeln. Sie sind vollkommen gefangen, komplett steuerbar und wissen es noch nicht einmal. Über diese Menschen hat die dunkle Seite ihre Beeinflussung komplett ausgedehnt. Aber es ist noch nicht zu spät. Auch diese Menschen werden erkennen, dass sie gefangen sind und sich unter der Kontrolle der negativen Macht befinden. Selbst viele Menschen unter euren Machthabern sind von dunklen Mächten beeinflusst und wissen es nicht. Sie sind nur Marionetten in einem viel größeren Spiel, das um die Kontrolle der Erde geht. Sie bringen mit ihren schlechten Entscheidungen das Wohl der Erde in Gefahr und sie wissen es nicht. Sie sind verblendet von der Gier nach Macht und Geld. Sie können nicht mehr klar denken und erkennen die Folgen ihrer Handlungen nicht oder zu spät. Aber auch sie werden die Wahrheit erkennen. Hoffen wir, dass es dann für sie nicht zu spät ist. Denn das Karma wird da sein und sie werden die Konsequenzen ihrer Handlungen tragen, erbarmungslos. Doch ihr habt die Macht des Lichtes und könnt euch jetzt schon von ihnen befreien. Ihr müsst nur bereit sein, den Aufstieg in die fünfte Dimension anzunehmen und dem Kollektiv des Lichtes beizutreten. Die Macht der Liebe ist stärker als jede dunkle Macht auf dieser Erde. Ihr, die ihr noch frei seid, könnt das Gute unterstützen und eure Lage auf der Erde ändern. Jeder von euch hat die Macht, aktiv das Kollektiv des Lichtes zu verstärken. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie das gehen soll und ob nicht schon alles verloren zu sein scheint. Ich sage dir, nein, das ist es nicht.
Ich sage euch, was ihr tun könnt, und es ist nicht so schwer, wie es scheint. Beginnt eure Wahrheit anzunehmen und eurer Bestimmung zu folgen. Dies ist die Aufgabe, die jeder von euch in diesem Leben hat. Sobald ihr euch auf diesen Weg begebt, werdet ihr das Licht in euch selbst erwecken und zum Kollektiv des Lichtes beitragen. Dieses Kollektiv des Lichtes ist mächtiger, als ihr denkt. Es umfasst das ganze Universum. Denn wir, die Sternenwesen, sind auch dabei. Es umfasst alle Wesen des Lichtes in allen Galaxien. Mit jedem neuen Menschen, der sich uns anschließt, wird unser Kollektiv stärker und kann die dunklen Mächte besiegen. So freuen wir uns auf dich, lieber Mensch, wenn du dich zu uns bekennst und mit uns für das Licht da bist. Seid bereit, Menschen der Erde. Der Kampf hat begonnen und es ist eine Schlacht um die Macht über die alte Welt. Die dunklen Mächte haben lange genug regiert und es ist an der Zeit, dass sich etwas ändert. Ihr und jeder, der heute unsere Botschaft hört, ihr seid die Auserwählten, um diese Veränderung zu bewirken. Ihr seid das Kollektiv des Lichtes und ihr seid bereit. Glaubt mir, das seid ihr wahrlich. Wir wissen, dass ihr bereit seid, denn ihr tragt so viel Liebe, Kraft und Vertrauen in euch wie nie zuvor. Ihr erkennt sofort, wenn ihr belogen werdet, und durchschaut das Böse mit Leichtigkeit. Ihr könnt das Kollektiv des Lichtes stärken, weil ihr in eurem Herzen Liebe und Licht tragt. Diese Liebe wird die Welt verändern, das ist sicher. Ihr seid die Krieger des Lichtes, die alles verändern werden und die neue Zeit beginnen lassen. Ich bin Atreios, der Arcturianer, und ich spreche im Namen aller Sternenwesen, wenn ich sage, wir lieben euch so sehr und wir sind bei euch. Wir bitten euch, uns um Hilfe zu bitten, wenn es nötig ist. Wir sind da, um euch zu unterstützen. Wir stehen zusammen mit allen Wesen des Lichtes und wir sind bereit, mit euch die neue Welt zu kreieren. Ihr seid nicht alleine. Das Kollektiv des Lichtes ist da, um euch zu unterstützen. Gemeinsam sind wir stark. So sende ich euch den Segen des Lichtes von Arcturus zum Abschied und verneige mich vor eurem großen Licht. Ich bin Atreios, dein Kommandant der Friedensflotte von Arcturus. Und so bewege Hände und Füße und komme in deiner Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Das war die Botschaft von Arcturus und ich lege sie euch ans Herz. Jetzt kommt noch die Übung für euch. Und zwar gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zuerst in dein Herz und gehst dann vom Herz aus hoch bis in dein Kronenchakra, öffnest dein Kronenchakra und lädst die goldene Kugel deines höheren Selbstes ein. Stell dir vor, wie diese Kugel nun von oben durch dich hindurch wandert. Lass sie bis zum Herzen wandern und dann fühlst du eine ganz neue Energie. Du fühlst, dass du
geschützt bist, dass du voller Liebe bist. Und in diesem Zustand kann dir nichts etwas anhaben. In diesem Zustand bist du so eng mit dir selbst, mit deiner Seele, mit deinem höheren Selbst verbunden, dass jede Entscheidung, die du triffst, richtig ist. Probier es bitte aus und hab ganz viel Freude daran. Teil dieses Video, damit noch mehr Menschen davon erfahren und gestärkt werden. Liked mein Video und abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt, um weiter so wichtige Botschaften zu erhalten. Eine Herzensumarmung für euch. Bis zum nächsten Mal.